Good morning, everyone. Oops, that came suddenly. So, who is here just before the just because they were tired of queuing up for methodisch inkorrekt? Guten Morgen, alle zusammen. Also, wer von euch ist denn hier, weil er keine Lust mehr hatte, für MINT-Korrekt anzustehen? Ja, also, okay, so 10 Leute, nett. See what we have here today. Dann wollen wir mal sehen, was wir heute haben. Wir haben die Lightning Talk Session für Tag 3. Please start my slides. Bitte fangt mit meinen Slides an. So, what we are gonna do is we'll have 20 talks each. Also, wir werden jetzt 20 Talks haben, jeder 5 Minuten lang. Sehr, sehr schnell das Ganze, wo im Prinzip jeder sein eigenes Projekt vorstellen kann. And, what I would like to explain to all the talkers today, was ich den ganzen, die jetzt Talks halten, nochmal erklären würde, damit es ordentlich läuft, ist, sitzt in der ersten Reihe. Wenn euer Talk dran ist, kommt direkt auf die Bühne. Go before the microphone. Geht vor das Mikro, bleibt in der Nähe des Mikros, weil wir euch ja hören wollen. Dreht euch nicht um, denn dann können wir euch auch nicht hören. Unten auf dem Monitor könnt ihr eure Slides sehen. Ich kann meine Slides gerade sehen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Es ist früh morgens, also gebt uns ein bisschen. Okay, you can see your slides. All you have to do is stay calm, deliver your talk. Alles, was ihr tun müsst, ist ruhig bleiben, euren Talk durchziehen. Ihr könnt die Slides mit dem Klicker weitermachen. Liegt hier auf dem Tisch, also einfach hochnehmen, Talk machen, wieder hinlegen. Applaus bekommen. Und naja, ich hatte mal so einen Profit-Witz hier, aber der funktioniert hier irgendwie nicht. Was gibt es noch zu sagen? Für die Zuhörer. Ah, there they are, finally. Ah, now I know what to say. So I had this, this. Profit, yeah. So how to listen to Lightning Talks? Wie hört man Lightning Talks zu? Simply be excellent to each other and watch the timekeeper. Seid einfach nett zueinander und beachtet den Zeitmesser, was dieses tolle Ding ist. Alex wird kurz erklären, was genau das ist. Ja, also ich denke mal, ihr kennt das schon, ihr habt ja viele Lightning Talks gesehen. Und in den ersten 4 Minuten eures Talks passiert da nichts. Und in den letzten, in der letzten Minute eures Talks it will start to turn yellow like this. Fängt es an, gelb zu werden, so wie ihr jetzt sehen könnt. Da habt ihr ungefähr, das sind 45 Sekunden. Bei 30 Sekunden sieht das Ganze so aus und es fängt an, rot zu werden. Und roter und roter und roter und roter. Und in den letzten 5 Sekunden fängt es an zu blinken. 3, 2, 1. Better than yesterday. Thank you. Besser als gestern. Okay, let's try it again, okay? Lass uns das nochmal probieren. Or were you satisfied? Do you want to try it again? Willst du es nochmal probieren? I don't think we have time for that. So nee, ich glaube, wir haben dafür keine Zeit, also let's just continue, all right? So, it always works better in real life. There are translations available, so es gibt Übersetzungen. Englische Talks werden in Deutsch und Französisch übersetzt. Deutsche Talks in Französisch, in Englisch. See the wiki with the translations topic. Bitte guckt ins Wiki beim Bereich Translation oder streaming.c3lingo.org für Informationen, wie ihr die übersetzten Streams erhalten könnt. Oder guckt euch einfach das gestreamte, übersetzte Video an. Also, let's do what. Lass uns mit dem ersten Talk anfangen. If someone needs water, it's behind the curtain. Thanks. Wenn jemand Wasser braucht, ist hinter der Gardine. Danke. So, let's start with OpenAge. Also, fangen wir an mit OpenAge. Yes, hello. We are the development team. Ja, hallo. Wir sind das Entwicklerteam von OpenAge, was eine kostenlose Reimplementation von Age of Empires ist. Wir brauchen dafür die Original-Assets und tun das im Wesentlichen, weil man dann mehr Möglichkeiten hat. Das Ganze basiert auf C++ und Python
Fürs User-Interface nutzen wir Qt. Dieses Jahr haben wir drei große Erfolge. Das ist das Web-Interface für das kontinuierliche Integrationssystem, das Neon-Konfigurations-Framework und eine eventbasierte Game-Engine für die Simulation, die Berechnung. Also lassen Sie anfangen mit der kontinuierlichen Integrationssystems. Letztes Jahr hatten wir einen ganzen Talk darüber, dieses Jahr nur ein kleines Update. Actually included a web interface. Wir haben jetzt tatsächlich ein Web-Interface. Sieht ungefähr so aus. On the right you can see the output, rechts könnt ihr den Output sehen, in Echtzeit auf dem Terminal. Links seht ihr die einzelnen Bildschritte mit dem Status und so weiter. Neon is our configuration system for Neon ist unser Konfigurationssystem für das Verhalten des Spiels. Das ist ein Plaintext-Format. Ein bisschen wie JSON. Es enthält Key-Value-Paare, die sich auch durch Inheritance updaten, wird modifiziert mit Patches und es wird für die Erschaffung von Modches und für Kombinationen optimiert. Das heißt, Patches können auch Patches patchen. Damit kann man im Prinzip alles modifizieren. In diesem Fall ist die generische Einheit ein Dorfbewohner. Ein super Dorfbewohner ist ein noch mehr spezialisierter Dorfbewohner. Ja, dementsprechend 35 Herzpunkte. Die Modifikationen werden durch Patches gemacht. Und in diesem Bereich, wenn man die Loom-Technologie entdeckt, haben die Dorfbewohner 35 Hitpoints. Neon kann wesentlich mehr tun, denn es erlaubt Patch-Transaktionen und History, hat wesentlich mehr Datentypen und erlaubt auch die Kombination von Mods über Overlays. Das neue Game Engine Konzept ist ticklos und eventgesteuert. Es wird Events oder die Zukunft nur berechnen, wenn es nötig ist. Es speichert die komplette Geschichte und Zukunft des Spiels. Der Renderer zeigt im Prinzip nur einen Snapshot der Engine an. Es gibt unterschiedliche Interpolationsmöglichkeiten, entweder kontinuierlich oder diskret, für arbiträre Typen. Ihr habt Karten und Queues, die auf die Zeit zugegriffen werden kann. Zum Beispiel die Einheitbeschreibung in C++ ist eine diskrete Kurve von Hitpoints und eine kontinuierliche Positionskurve. Dann wird zu einer gewissen Zeit ein gewisser Wert in diese Kurve eingefügt und man kann daraus Voraussagen treffen, zum Beispiel, dass der Pfeil den Dorfbewohner in 5 Sekunden trifft, sodass die Hitpoints sich auf 0 reduzieren und der Dorfbewohner aufhört, an dem Gebäude zu bauen. Da ist ein Event, was dann getriggert wird und eine Neuberechnung auslöst. Also der Gebäude-Fertig-Event wird in der Zukunft vorausgesagt. Wenn keiner mehr daran arbeitet, wird der Event gedroppt. Ein Event ist dann zum Beispiel Building Construction Finished, Building Damage oder Unit Start Gather. Und sämtliche Interaktionen im Spiel werden über diese Events beschrieben. Und das wird dann auf die Gebäude und internen Strukturen des Spiels übertragen. Gebäude 42 löst zum Beispiel den Bau-Fertig-Event-Triggern, wenn der Bau denn fertig ist. Unser nächster Schritt für das Projekt ist die Integration dieser beiden Systeme ins Gameplay. Das wird einigen von euch ja seit Jahren fehlen. Wir brauchen auch eine Wegfindung basierend auf Flowfields und einen neuen Renderer basiert auf OpenGL oder Vulkan, denn der aktuelle ist ziemlich Mist. Wir haben aber einen, der aktuell daran arbeitet. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns in der Bauassembly treffen. Und danke für die aus der Community, die uns was beigebracht haben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Next up is als nächstes kommt Atari und Commodore Fuck-Ups. Hi.
Hallo? Ich habe ein Problem. Ich habe einen 7 Minuten langen Talk, den ich versuchen muss, jetzt in 5 Minuten reinquetschen muss. Also ich kürze ein bisschen ab. Mir geht es eigentlich nur darum, euch zu unterhalten. Damals in den 70er Jahren war der Fernseher die einzige Hardware, die in der Lage war, irgendwas darzustellen. Wenn man also irgendwas wie eine Konsole hatte, musste man tatsächlich einen Modulator haben, der quasi dieses Videosignal moduliert auf die Antenne drauf, weil das war der einzige Verbindungsdienst da gab. Zu dieser Zeit wurde der Atari 2600 auf den Markt gebracht. Es gab quasi exklusive Verträge mit den einzelnen Herstellern, sodass man das die einzige Art hatte, so ein Gerät zu bekommen. Dann wurde das Ganze weiterverkauft, Atari an Warner Communications. Und die haben gesagt, wozu brauchen wir jetzt 5 Hersteller, einer reicht, fail. Der Videogame-Crash von 1982, diese 2 Spiele waren dafür verantwortlich, weil sie so schlecht waren. Die 2 waren aber auch dafür verantwortlich, weil sie so gut waren. Diese Spiele waren programmiert durch die erste Third-Party-Game-Developer, Activision war das damals, und die wurde von 4 Leuten von Atari gegründet, die die besten Spiele gemacht haben, und die haben einfach nach einem anderen Deal gefragt, wie sie nach einem anderen Verträgen, wie sie bezahlt werden müssen, wie sie im Verhältnis zu der Firma stehen wollten. Und das wurde aber schnöde abgelehnt. Danach wurde Activision gegründet. Es gab ein Gerichtsverfahren gegen dritte Developer, den Atari verloren hat. Damit poppten die wie Pilze aus dem Boden. Und so kann man das zusammenfassen. Ja, also man wollte mit guten Spielen losgehen und kommt zurück mit 2 billigen. Schlecht gemacht. Danach gab es eine japanische Firma, die Atari angesprochen hat und gesagt hat, wir haben ein Videospielsystem gehabt, das wurde in Japan bereits veröffentlicht, lief dort ziemlich gut, und die wollten das in den USA veröffentlichen unter dem Namen Atari. Atari sagte aber, nee, das kriegen wir alleine besser hin. Also haben die Japaner entschieden, okay, wir machen die Konsole selber, diese Konsole. Große Fail. Gucken wir uns Commodore an. Die 264er-Serie wurde ursprünglich entwickelt als Nachfolger des VEC 20, und man brauchte aber eigentlich einen Nachfolger für den C64. Also, man sollte aber kein schlechteres System als einen Nachfolger verkaufen. Und so sieht dieser Fehlschlag aus. Haben Sie was daraus gelernt? Nein, dasselbe haben Sie mit dem Amiga 600 dann gleich nochmal gemacht. Das war eigentlich gedacht als sozusagen als Low-End Amiga, war eigentlich nur eine runtergekürzte Version vom Amiga 500. Und was wirklich schlimm daran war, ist, dass der eigentliche Nachfolger, der Amiga 1200, ein halbes Jahr später veröffentlicht wurde. Okay, so pingelt man seiner Community richtig ans Bein. Und jetzt kommt der lustigste Teil. Commodore hat eine Maschine entwickelt, die eigentlich für geschäftlichen Einsatz gedacht war. Man stellt sich den ersten Laptop einfach vor. War für geschäftlichen Einsatz gedacht, weil inmitten der 80er dort ein Modem eingebaut war. So sah das ganze Ding aus. Und das ist das, was offiziell passiert ist. Ich erzähle euch aber mal die unoffizielle Story. Die sieht folgendermaßen aus. Der Vorstand, der für dieses Projekt zuständig war, hat auf dem Golfplatz den ersten Prototyp präsentiert bekommen. Und der Kollege von Tandy, der ebenfalls dabei war, sagte, oh nee, ich habe das, wir haben da Research gemacht, da gibt es keinen Markt dafür, ihr könnt sowas nicht verkaufen. Also ein halbes Jahr später hat der Konkurrent halt diese Maschine verkauft, die im Grunde genauso aussah. Also ein neuer Fail. Was ist mein Ergebnis des Ganzen? Atari und Commodore wurden von Leuten in Anzügen gekillt, die zwar ein bisschen was über Geschäfte da, aber sie wissen könnten, sie wussten aber überhaupt nichts über Hardware, über Software. Das ist aber tatsächlich nur meine persönliche Meinung. Und nochmal Entschuldigung an die Übersetzer, dass ich so schnell gesprochen habe. Thank you. Now you still have some time left over. Ja, da ist aber noch ein bisschen Zeit übrig. Na gut, dann machen wir einfach mit dem nächsten Talk weiter. License notices for pictures from Wikimedia Commons. Nächste Talk. License notices for pictures from Wikimedia Commons and Wikipedia. Hallo. Also, es gibt also einen Schatz von Bildern auf dem Internet, die man benutzen kann, wenn man einen Blogpost schreibt oder was publizieren will. Es gibt wahrscheinlich irgendein schönes Bild, das du ganz kostenlos und frei benutzen kannst, das auf Wikimedia Commons oder Wikipedia ist. Aber
It's actually not that easy to es ist nicht so einfach, reuse that. And diese Bilder ordentlich wieder zu verwenden. Das sah ich in dem Talk direkt vor diesem. Manchmal sieht man Source Internet oder This is a free image. I took it from Wikipedia. Die Creative Commons Lizenz sagt explizit, dass man den Erschaffer des Bildes und die Version und den Namen der Lizenz bezeichnen muss. Dann ist alles okay. Dann kannst du aus diesem riesigen Schatz von Bildern alles nehmen, was du möchtest. Und damit das einfacher zu machen für Leute, die keine Anwälte oder sonst sowas sind, haben wir ein Tool gebaut. Und wir wollen dieses Tool, mit diesem Tool die Wiederverwendung von Bildern von Wikipedia und Wikimedia Commons vereinfachen und korrekte Attribution und die korrekte Lizenz ausgeben. Denn in dieser Welt, wo man Zeug kostenlos weggibt, gibt es eine Art digitale Währung. Das ist nicht Währung, das ist Respekt. Und wir wollen es einfach machen, die richtige Menge von Respekt an die Schöpfer dieser Werke, die sie kostenlos weitergeben, weiterzugeben. Wir haben eine englische Version und eine deutsche Version, die wir letztes Jahr released haben. Und circa viele Leute haben das schon verwendet. Mit diesem relativ einfachen Web-based-Tool haben schon viele Leute ordentliche Attributionen generiert. Es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eine URL, attribution-generator.org. Das ist ein Tippfehler hier. Oder ihr könnt die wunderbare, das wunderbare deutsche Wort Lizenzhinweisgenerator verwenden. Und da kopiert ihr einfach die URL der Wikipedia-Seite, wo ihr das Bild gefunden habt, rein. Oder die URL der Wikimedia Commons Seite mit dem Bild. Dann werden euch ein paar Fragen gestellt. Wollt ihr es online verwenden oder wollt ihr es in einem Buch drucken? Oder wollt ihr es mit anderen Werken zusammen verwenden? Oder wollt ihr das Bild verändern? Und danach bekommt ihr eine Attribution-Zeile in HTML, die ihr einfach per Copy-Paste verwenden könnt. Das macht das Ganze sehr einfach für die von uns, die keine Anwaltssprech sprechen. Benutzt einfach dieses Tool. Es rettet Leben. Und es wird euch aus diesem ganzen Stress mit Abmahnung und so weiter fernhalten. Es macht die Welt einen besseren Ort, denn ihr werdet da Respekt geben, wo Respekt erforderlich ist. Wir hätten es gerne, wenn ihr euch ein bisschen beteiligt. Es ist ein sehr einfaches Tool mit einem sehr einfachen Use Case. Aber vielleicht können wir es verbessern. Wenn ihr Ideen habt, wie man das verbessern könnte, sagt einfach Bescheid. Schreibt mir eine E-Mail. Und wenn ihr eine interessante Sprache sprecht, die nicht Deutsch, Englisch, Spanisch oder Portugiesisch ist, dann kontaktiert uns. Wir würden gerne das Interface in eure interessante Sprache übersetzen. Das war's, das ist alles, was ich habe. Danke. Thank you. Vielen Dank. Next up is Database. Als nächstes kommt Database Data Layout. Okay, hallo, ich bin Stefan und ich bin ein Datenbankforscher und ich würde gerne sagen, dass Datenbanken zu designen ist genauso schwer wie Raketen zu konstruieren. Ich weiß aber nicht, wie man Raketen baut, außer Lego-Raketen vielleicht. Ich möchte euch gerne mal zeigen, wie Database-Design aussieht. Es gibt sehr, sehr viele Designentscheidungen, die man da treffen kann. Und ich möchte darüber sprechen, über diese kleinen Entscheidungen, die man treffen muss. Das bedeutet, wie mappt man Daten in den Speicher rein? Es geht also um Datenlayouts für relationale Datenbanken. Hier ist ein Beispiel für eine Tabelle in einer relationalen Datenbank. Und sie sieht, okay, wir haben hier so ein paar Zeilen drin, ein Tupel. Und wir sehen also erster Name, letzter Name und das Land. Und wie man hier sehen kann, Tabellendaten sind zweidimensional. Wir haben also Zeilen und Attribute. Und das Problem ist hier, dass Speicher im Computer linear ist, also eindimensional. Und da muss man also entscheiden, wie mappe ich jetzt zweidimensionale Daten auf einen eindimensionalen Adressraum. Im Grunde hat man zwei Möglichkeiten, die man machen kann. Ich vereinfache das hier. Was man machen kann, ist, man macht sozusagen so einen Zeilenspeicher, wo man also
die Daten von den Tupeln immer zusammenhält. Das sieht man auf der linken Seite. Oder die andere Möglichkeit ist, man macht es sozusagen als Spalten, wo man also alle die Daten der ganzen einzelnen Attribute zusammenspeichert. Jetzt kann man fragen, okay, wie kriege ich das Tupel da wieder raus? Das ist ziemlich einfach. Um zum Beispiel einen bestimmten letzten Namen zu bekommen, muss man den Startpunkt des Vektors für den letzten Namen finden und dann springt man einfach zum Offset 3 und dann findet man den entsprechenden Nachnamen. Ja, jetzt kann man sich fragen, okay, warum ist das wichtig? Die Antwort darauf ist, es ist nicht wichtig, auf wie viel Daten zugegriffen wird. Aber das ist schon wichtig, aber noch wichtiger ist das Zugriffsmuster. Wenn man also sequenziell durch den Speicher scannen möchte, dann ist das so schnell wie zufälliger Zugriff. Hier sieht man also ein paar Benchmarks, wie man sieht, wenn man Sachen einfügen will. Und man denke sich hier so ein SQL-Statement, das man machen möchte, wenn man also select filter from all persons und dann nach dem ersten Namen filtert, also nach dem Vornamen filtert, dann sieht man jetzt, okay, warum ist es wichtig, so Micro-Benchmarks zu machen? Ich denke über diese Design Decisions nach, ich habe eine gute Idee und ich sehe dann in so einem, oder so zu zeigen, ob die Idee wirklich gut ist, ist viel schwerer, als die Idee erstmal zu haben. Und dann ist es noch mal schwieriger, dieses Experiment robust zu machen und in Produktion zu bringen. Wie sieht es also für ein Insert aus? Wir haben so einen Zeilenspeicher hier. Wir können unsere Daten einfach in irgendeinen Speicher reinschieben für den Column Store zum Beispiel, für den Spaltenspeicher. Wir müssen also zu verschiedenen Adressen springen. Und hier sieht man in vereinfachten Messungen, dass die der Speicherdurchsatz für den Zeilenspeicher sehr viel höher ist als für diesen Spaltenspeicher, insbesondere wenn man eine höhere Anzahl Spalten hat. Für eine kleine Zahl von Spalten ist das hier etwas effizienter. Memcopy hat einen ganz, ganz kleinen Overhead, wenn er kleine Datenpakete kopieren muss. Und deswegen ist es hier besser, eine Variablenzuweisung zu machen. Aber für große kopierte Sachen sieht es eigentlich ganz gut aus. So, das war also eine Zeilenoperation. Wir sehen hier also, dass so eine Zeilenspeicher besser ist. Wir gucken uns das mal umgekehrt an. Wenn man also ein Zugriffsmuster hat, wo wir auf einzelne Attribute zugreifen wollen. Das sieht man hier. Und dieses Mal für einen Zeilenspeicher müssen wir im Zeilenspeicher herumspringen. Wenn wir also alle Vornamen rauslesen wollen, dann müssen wir sozusagen von Tupel zu Tupel springen. Und für den Spaltenspeicher sieht das besser aus. Wir können einfach linear durchscannen. Wir schauen uns das Benchmark nochmal an für diese verschiedenen Aktivitäten. Und diesmal sieht man, dass sozusagen der Spaltenspeicher eine höhere Speicherbreitweite erbringt als der andere. Man sieht es auch, dass die Zahl der Spalten dort eine ganz große Rolle spielt. Das kann man damit erklären, wie Caches, wie Zwischenspeicher funktionieren, wie Zwischenspeicherhierarchien in CPUs funktionieren. Im Grunde, was ich hier halt zeigen möchte, ist, das ist einfach nur ein Vergleich von Daten und natürlich hat man in der Datenbank Zwischenresultate, die man speichern möchte. Und man möchte nicht nur die Vergleiche machen, sondern man möchte auch die Positionslisten schreiben für diese Zwischenergebnisse. Und da sieht es halt so aus, dass es ein bisschen schwieriger ist. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, das war spannend für euch. Ja, wenn ihr das entwickelt, dann habt ihr auf jeden Fall Spaß damit. Vielen Dank. Thank you. Next up is Remarkable. Danke. Als nächstes Remarkable. Hey, I'm Axel and I decoded Hallo, ich bin Axel und ich habe ein binäres Format dekodiert. Also, heute geht es um das Remarkable Tablet. Wie ihr von meiner wunderschönen Zeichnung sehen könnt, ist das ein Tablet mit E-Ink-Display, wo man drauf malen kann. Und ohne jetzt Werbung zu machen, ich habe gesucht nach den interessanten Teilen, denn nach der Software. Das Interessante daran ist, dass ein ARM-System ist, auf dem Linux läuft, auf das wir vollen Root-Zugriff haben. Short disclaimer, bla bla bla. Kurzer Disclaimer. What does it do? If you was tut es? Wenn ihr auf einem Tablet rummalt, dann werden sämtliche Gedanken von euch aufgezeichnet. Und das ist vielleicht etwas, was man kontrollieren möchte. Ihr könnt die Daten exportieren, ihr könnt die Daten importieren, aber es wird in einem binären Format auf dem Gerät gespeichert. Und das wollen wir verstehen. Es ist aber nicht sehr gut implementiert.
Auch wollen wir mehr Features haben, wenn was zeichnet, zum Beispiel Texterkennung oder Animation, mehr Brushes und so weiter. Das ist die Motivation dafür, warum wir verstehen wollen, wie das gespeichert wird. Aber es ist eigentlich nur ganz interessant, um zu sehen, wie das Format aussieht. Das Idee war, einfach dekodieren. Also es gibt eine Datei für jedes Notizbuch, die Datei heißt .lines. Wenn ihr eine leere Datei öffnet, sieht sie so aus. Da ist nicht viel drin, nur der Header und ein paar Nullen. Das ist cool, aber wir wollen verstehen, wie Zeichnungen hier hinzugefügt werden. Was ich gemacht habe, war einen Stift genommen und den kleinsten Punkt gemacht, den ich konnte, der aussieht wie ein Pixel. Und dadurch hat sich die Datei zu dem hier geändert. Wir sehen, da ist ein Datenblock, den wir im Hex-Editor sehen, und da ist eine Nummer 1. Vielleicht, wie oft ich die Oberfläche erwischt habe. Was war das Nächste? Ein bisschen komplexer. Also noch ein Punkt. Wenn wir das nochmal machen, sehen wir einen neuen Block und aus der 1 ist eine 2 geworden. Was haben wir herausgefunden? Es gibt einen festen Header, cool. Es gibt einen Counter, der zählt, wie oft die Oberfläche berührt wurde. Und, das ist sehr wichtig, wenn man weiter dekodieren will, es scheint keine Kompression drin zu sein. Denn sonst hätte der erste Teil sich geändert, wenn ich den zweiten reingepackt habe. Also machen wir es systematischer. Was ich gemacht habe, ich habe ein paar Zeilen C++ geschrieben, habe eine kleine Matrix gebaut. Was ich gemacht habe, ich suche eine bestimmte Position in der Datei und wenn ich die öffne, bekomme ich diese Tabelle und jede Zeile ist eine andere Interpretation des nächsten Bytes. Und ich habe Offsets dazu gefügt. Falls ich nicht weiß, was es ist, suche ich einfach weiter. Wie sieht das denn echt auf? Also gehen wir nach den Header und gucken uns die Datei an. Wir sehen also Möglichkeiten des nächsten Datentyps. Die nächsten 4 Bytes sind Müll. Ist auch Müll. Dann könnte eine 1 sein, der Rest ist 0 und so weiter und so fort. Der letzte könnte interessant sein, aber der Float sieht interessant aus. Es könnte eine Pixelposition sein. Hängt ab von der Auflösung des Geräts. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir ungefähr sowas. Float. Cool. Wenn wir das für einen Punkt machen, dann können wir von innen nach außen arbeiten und versuchen zu verstehen, wie wir da hingekommen sind. Also gruppieren wir das mal ein bisschen. Ich weiß, das Gerät hat Seiten, in den Seiten sind Layer und in den Zeilen sind Punkte. Wenn ich anfange, die Punkte zu modifizieren, können wir systematisch erkunden, was die einzelnen Sachen sind. Die 3 Floats sind Koordinaten, Druck und die Drehung des Stiftes. Das wird in eine Zeile gepackt. Eine Zeile hat nur einen Brush. Und wir editieren einfach Seiten und gucken, was sich in der Datei ändert. Dadurch können wir die Bedeutung der Datentypen erkennen. Am nächsten Punkt müssen wir die ganzen magischen Zahlen dokumentieren. Habe ich gemacht. Und das Interessante ist die Ranges der Daten da drin. Das Gerät nimmt den Winkel des Stiftes auf, zur Normale der Oberfläche, was interessant ist, denn keiner der Brushes wird davon beeinflusst. Das ist interessant. Also, letzter Schritt, mach deinen eigenen Renderer. Das ist original, ich habe ein bisschen mit Farben gespielt. Das ist alles Open Source und ihr könnt das hier unter dem Namen Lines are Beautiful finden. Danke. Next up is Als nächstes kommt Waffenpatente. Hallo. Hallo. Mein Name ist Felix. Ich arbeite bei Abteilung für geistiges Eigentum und ich bin privat auf Thema auf Waffenpatente gestoßen und habe herausgefunden, dass es sehr, sehr wenige Bewusstsein für das Risiko von Waffenpatenten gibt. Und deswegen möchte ich ja mal zeigen, mal hervorheben, was für Risiken damit zusammenhängen, wenn es Waffenpatente gibt. Für mich gehören Waffenpatente zu Verbrechen dazu.
für mich ist, was ein Risiko ist, das zu Waffenpatenten dazugehört. Also schauen wir mal. Ich habe ein paar Korrelationen gefunden. Ich will erstmal zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Zeit, als Waffenpatente noch gefährlicher wurden, im Ende des letzten Jahrhunderts. Dann gingen sie online und vorher waren sie halt aus Papier, man kam nicht gut ran oder waren hinter Bezahlwänden versteckt. Aber im Oktober 1998 hat das Europäische Patentamt entschieden, diese Patente online zu veröffentlichen ohne jede Einschränkung. Da folgte das amerikanische Patentamt im April 1999. Wenn man das in Zusammenhang setzt mit dem deutschen Terrorismus, mit der RAF, die sehr, sehr viel Ärger verursacht hat, viele Menschen getötet hat im letzten Jahrhundert, dann sieht man, dass diese Organisation davon nicht profitieren konnte, weil es einfach zu spät war. Aber wenn man über Al-Qaida spricht, dann sieht man, dass diese Organisation 1993 zum ersten Mal, wahrscheinlich versprochen, 2001 sozusagen, mit der ersten Attacke, genau, in den 90er Jahren hatten die noch keinen Zugriff darauf, aber mehr als 2 Jahre nachdem diese Patente online gegangen sind, haben sie einen zweiten Versuch gestartet, der erfolgreich war, wie wir alle wissen. Und das ist nur eine Korrelation. Es ist natürlich kein Beweis von irgendwas. Ich zeige hier mal auch ein Beispiel von einem Waffenpatent. Hier ist besonders interessant, es ist veröffentlicht von der US-Armee. Es ist, es wird erzählt, dass das eine empfohlene Waffe für unkonventionelle Kriegsaktivitäten ist, also für Guerillakämpfe und für Terrorismus. Und wenn man sich dieses Dokument mal anschaut, dann ist es sehr, sehr ausführlich. Es gibt eine ganz, ganz klare Anleitung, wie man so eine Waffe baut, welches Material, welche Mengen davon. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich habe jetzt Beweise gefunden, dass die Zerstörung des World Trade Centers irgendwie mit Waffenpatenten zu tun hat. Ich habe nichts gefunden, was dort ein Beweis ist. Aber was ich gefunden habe, als ich mir die offiziellen Papiere durchgeguckt habe, ist, dass das NIS, das Internationale Institut für Standards und Technologien, diese Verbrechen zumindest eine Untersuchung gemacht hat. Die haben nicht mal darüber nachgedacht, über die Möglichkeit, dass Terroristen, dass also Selbstmordattentäter, von innen heraus sagen, einen Angriff gemacht haben. Das habe ich hier in Rot markiert. Die haben einfach angenommen, dass professionelle Leute in diese Gebäude reingegangen sind, dort explosives Material hinterlassen haben, das Gebäude wieder verlassen haben und weggegangen sind, bevor die tatsächlichen Angriffe dann passiert sind. Die Möglichkeit von Selbstmordattentätern wurde dann nicht in Bedacht gezogen. Meine Schlussfolgerung oder mein Schlusswort ist, es ist eine gute Idee, die offizielle Geschichte darüber zu ändern. Ja, die sagt, Terrorismus ist ein sehr, sehr, ja, es ist tatsächlich sehr gefährlich für die Menschheit. Und wir sollten Menschen opfern. Ja, okay, einfach vielen Dank euch. Dankeschön. Next up, a proposal on a novel. Als nächstes, Proposal, a novel heating method for coffee. Hallo, also willkommen zu einem nicht ganz so ernst gemeinten Talk über eine neue Art, Kaffee zu erhitzen. Das ist eine Anwendung, um In-Situ-Ressourcen im Büro zu nutzen, um Kaffee
zu erhitzen. Na, warum wollen wir Kaffee erhitzen? Ich arbeite in der Wissenschaft, ich code viel und ich brauche Kaffee. Kaffee wird kalt mit der Zeit. Kalter Kaffee, wie alle wissen, ist kalter Kaffee nicht unbedingt guter Kaffee. Also, wir brauchen eine Lösung, die die Ressourcen, die wir im Büro haben, nutzt. Dazu brauchen wir natürlich Quellen von thermischer Energie. Erst habe ich mir Menschen angesehen. Denn, naja, im Büro gibt es viele Menschen. Sie produzieren, wie ihr hier sehen könnt, in der Tabelle ungefähr 100 Watt, wenn sie einfach nur da sitzen. Aber das ist Energie, die bei 36 Grad Celsius ist. Das ist sehr schwer, diese Energie zu sammeln, denn man will ja keinen Ganzkörperanzug anziehen, um die Energie zu ernten oder irgendwie sowas. Eine andere Idee wäre Elektrizität. Aber naja, das ist beschiss. Elektrizität ist überall und da bräuchten wir ja noch irgendein Gerät. Also, die Nacht vorher hatte ich Star Wars gesehen und dann habe ich mich an etwas erinnert. Der Zielbereich ist nur 7 cm breit. Es ist ein kleiner thermaler Abgas direkt unter der Tastatur. Der Schacht führt direkt zu dem Hauptprozessor. Hey, mein Computer hat auch sowas. Also, wir haben eine Quelle für Wärmeenergie gefunden. Wie ernten wir die? Also, wie ihr in dem Bild sehen könnt, ist das ein Doppelschichtbecher, der innen außen ist. Warme Luft wird von unten um den Kaffee gepustet und wird oben wieder rausgeblasen. Jetzt müssen wir das bauen. Wie ich sagte, ich arbeite in der Forschung, wir arbeiten mit Metall-3D-Druck. Also habe ich es in Aluminium gedruckt. Ja, man muss da noch ein bisschen dran rumspielen, muss da auch mal mit der Fräse ran, war das erste Mal für mich. Und das Wichtigste, wir müssen das verifizieren. Ich habe ein Arduino mit 3 Temperatursensoren eingerichtet, die die Temperatur von dem Kaffee, eine Referenztemperatur und der Umgebung messen. Diese Daten werden im Intervall von 1 Sekunde zum Computer gesendet, denn thermische Prozesse sind eher langsam und das müsste so reichen. Ein Script visualisiert das Ganze in Echtzeit und speichert die Daten in dem HDF5-Container, weil wissenschaftliche Daten und ich kann das weiter verarbeiten. Ich sagte, ich brauchte eine konventionelle Tasse in ähnlicher Form. Und beide Tassen wurden mit der genau gleichen Menge Kaffee gefüllt und das mit hochwissenschaftlichen Methoden. Und weil das Ganze realistisch sein muss, haben wir Milch hinzugefügt, 24 Milliliter, um genau zu sein. Hochwissenschaftliche Methoden sehen so aus. Und die Milch wurde einfach mit einer Spritze hinzugefügt. Dann habe ich das Ganze verkabelt, habe es am Computer aufgestellt und habe mit dem Test begonnen. Um ausreichend thermische Energie zu generieren, habe ich ein paar Simulationen laufen lassen und habe ein paar Ergebnisse erhalten. Ich weiß jetzt, dass Kaffee mit mehr als 60 Grad Celsius zu warm ist für mich. Zwischen 50 und 60 ist es ein schöner, netter, warmer Kaffee. Bis 40 runter ist akzeptabel. Man kann es noch trinken. 34 Grad Celsius ist definitiv zu kalt. Kaffee mit einem Kabel im Becher trinken ist ziemlich komisch. Es hängt überall im Weg und das willst du einfach nicht machen. Es wird noch komischer, wenn der Becher aus warmem Aluminium gemacht ist. Hier ist die Karte. Die rote Linie ist der erhitzte Becher, der sich verhielt wie erwartet. Die Temperatur sank auf 40 Grad Celsius, aber es war nicht genug. Der normale Becher in grün fiel nach 40 Minuten unter die Temperatur dessen in dem erhitzten Becher. Also,
Das Gerät zeigte nicht die Leistung, die wir uns gewünscht hatten, denn das Aluminium wirkt als Kühlkörper, der die Wärme vom Kaffee nach außen fördert. Wir brauchen also ein neues Gerät mit weniger thermischer Leitfähigkeit in der äußeren Schicht. Thank you. Next up is Interledger. Als nächstes kommt Interledger. Hallo. Mein Name ist Evan Schwarz und ich werde über ein offenes Bezahlprotokoll namens Interledger sprechen. Okay, Bezahltechniken sind kaputt heutzutage. Heute sieht der Bezahlraum so aus, ist total fragmentiert und es gibt Tonnen von kleinen regionalen Netzwerken, die alle voneinander separiert sind. Jedes von denen funktioniert für sich so ganz gut, zum Beispiel verschiedene Systeme in USA oder in Deutschland. Es ist aber unmöglich, von einem zum anderen zu zahlen. Es gibt also nur ein paar wirklich, wirklich große internationale Marken, die eigentlich die internationalen Zahlungsvorgänge dominieren. Und jetzt schauen wir mal diese Slogans an. Everywhere you want to be, überall, wo du sein willst. Sie sagen gar nicht, wir sind die Besten, wir sind die Billigsten, wir sind die Schnellsten. Sie sagen einfach, wir sind die Größten. Heute geht es also darum, Netzwerkeffekte bei sowas und Reichweite. Da kann niemand mit sozusagen in den Wettbewerb treten. Wenn ich also so ein Netzwerk sozusagen online stelle, dann wird halt gesagt, okay, aber wo kann ich denn damit bezahlen? Wen kann ich damit bezahlen? Das fundamentale Problem ist, dass all diese Netzwerke voneinander getrennt sind. Also egal, ob das Blockchains oder Banken sind, mobiles Bezahlen, alle von dem sind halt nicht verbunden. Und das ist im Grunde, wie die ganzen Informationsnetzwerke aussahen, bevor es das Internet gab. Was wir also brauchen, ist ein Internetworking, ein Vernetzen von Netzwerken. Wir brauchen Systeme, wo man von jedem Netzwerk in jedes andere Netzwerk bezahlen kann. Dann wäre es egal, ob man sozusagen auf demselben Bezahlnetzwerk ist. Ja, Interledger versucht das zu tun. Das ist ein Protokoll, um Geldpakete weiterzuleiten über solche Bezahlnetzwerke, wie es das Internetprotokoll auch macht. Interledger hat drei wichtige Punkte, wo ich ganz kurz durchgehen werde. Wenn es euch interessiert, kommt bitte zur Session, die wir später machen. Also als erstes, es gibt eine Adresse, die unabhängig sozusagen von dem Netzwerk ist. Das zweite, es gibt ein von IP inspiriertes Paketformat, total einfach. Es kommuniziert einfach mit den Zwischenstationen über die Details des Zahlvorgangs. Das dritte Ding ist eine Sicherheit, die über verschiedene Zwischenstationen funktioniert. Man will keine Pakete verlieren, wenn man Bezahlvorgänge macht, ne? Das ist ein bisschen ernster als in anderen Anwendungen. Gut, mehrere Details gibt es später in unserer Session. Okay, ein paar Fakten darüber. Es ist ein offenes Projekt. Wir arbeiten drin in der W3C Community Gruppe. Es gibt 247 Parteien, die dort mit beitragen, aus ganz, ganz verschiedenen Hintergründen. Und Interledger soll tatsächlich ein total generisches Bezahlnetzwerk sein, das man für eine ganze Menge von verschiedenen Anwendungen nehmen kann. So, um ein bisschen über die Anwendung zu zahlen. Das ist ein Graphen, der zeigt, was sozusagen das Verschalten von Netzwerken mit Daten gemacht hat. Ne? Die Kosten gehen runter und das Volumen des Ganzen explodiert, geht nach oben. Es geht wirklich, ist wirklich egal, wo man ist. Es steigert sozusagen den Wettbewerb und damit gehen die Preise runter. Wenn die Kosten runterkommen, dann werden die so niedrig, dass man sozusagen Informationen für ganz, ganz viele Anwendungsfälle mehr rumschicken kann, als vorher möglich waren. Und ja, Sachen, die wir halt jetzt übers Internet machen können, die mit traditioneller Schneckenpost nicht gingen. So, wir glauben, dass das mit Bezahlnetzwerken genauso funktioniert. Okay, ich möchte drei Gedanken bei euch hinterlassen. Drei Fragen. So, erstens, was könntest du mit kostenlosen und sofortigen globalen Bezahlvorgängen bauen? Stell dir vor, du könntest jeder Währung, jeden Betrag überall hinschicken. Frage Nummer eins an euch. Nummer zwei. Viele Leute haben darüber gesprochen, das Problem, dass das Geschäftsmodell des Internets komisch aussieht. Heute ist alles sozusagen auf Werbung aufgebaut. Es gibt ganz, ganz wenige wie Spotify, die tatsächlich Leute überzeugen können, okay, nehmt eure Kreditkarte raus, gebt das Ganze ein. Aus Sicherheitsgründen, aus anderen Gründen. Stell dir mal einfach vor, mit deinem Browser könntest du in kleinen Mengen für die Dienste bezahlen, die du benutzt und du könntest das mit Schiebereglern im Browser direkt kontrollieren. Was wäre das denn? Dritter Punkt, unser Interledger ist sehr stark inspiriert vom Internet selbst und da gibt es interessante Fragen, die sich da stellen.
was sollten wir kopieren vom Internet und welche Probleme sollten wir vermeiden? Sehr interessant, eure Perspektive zu hören. Also, es gibt eine Session heute um 18.30 Uhr im Seminarraum 1415, wenn es euch interessiert. Ansonsten findet ihr uns online, intellectual.org und auf Twitter. Vielen Dank. Next up, Balkcon. Als nächstes Balkcon. Hi all, good morning. Hallo alle zusammen, guten Morgen. Also, ich wollte unsere kleine Konferenz präsentieren, die wir gerade organisieren in Novi Sad. Ich bin Jelena. Also, was ist Balkcon? Balkcon soll eine kleine Hackerkonferenz im Südosten Europas sein. Wir versuchen dort eine Community zu schaffen, denn viele Menschen aus der Gegend haben nicht so viel Geld zum Reisen, zum Beispiel zu so einer Konferenz wie vom CCC oder an anderen Orten. Wir haben also 2013 mit der ersten Balkcon angefangen und nächstes Jahr wird unsere sechste. Ich wollte euch alle einladen zur nächsten Balkcon. Die Daten für die nächste Balkcon sind 14., 15. und 16. September 2018 in Novi Sad, Serbien. Es ist, sagen wir, ungefähr eine Stunde Fahrt von Belgrad entfernt. Hier haben wir alle wichtigen Deadlines. Aber warum Novi Sad und warum Serbien? Weil wir aus Novi Sad sind, haben wir die Konferenz auch da gemacht. Aber wir leben nicht mehr in Serbien. Wir wollten der Community da aber ein Gefühl der europäischen Hackkonferenzen vermitteln. Hier könnt ihr Bilder von Novi Sad sehen. Was können wir euch versprechen? Sehr gutes Essen, billige, sehr gute Getränke, sehr viele Partys und sehr viel Spaß. Wir haben auch tolle Speaker, die kommen jedes Jahr. Ich will jetzt nicht die ganzen Namen nennen, aber auf unserer Website könnt ihr die Speakerlisten einsehen, der letzten 5 Jahre. Und die meisten davon kommen wieder, denn es ist keine große Konferenz. Letztes Jahr hatten wir ungefähr 450 Leute. Es ist so ein Familiengefühl, so ein bekanntes, kleines Gefühl. Ihr habt die Gelegenheit, mit wirklich jedem zu sprechen. Ich persönlich finde, dass das wichtig ist und ich möchte euch alle einladen, uns zu helfen, in Serbien eine Community zu schaffen, denn da gibt es nicht wirklich eine Hacker-Community. Wir haben 2 Spaces, einen kleinen in Novi Sad, ist jetzt 2 Jahre alt, und einen in Belgrad, etwa 5 oder 6 Jahre alt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir versuchen, hier eine Community aufzubauen, aber dafür brauchen wir Leute, auch aus dem Ausland, um uns zu zeigen, wie man sowas macht. Das ist der Grund, warum wir diese Con machen. Und wir haben auch auf der Balkon einen kleinen Hackerbereich mit Assemblies. Und wir wollen die Assemblies vom 34C3 einladen, um zu uns zu kommen und mit uns zusammen 3 Tage Spaß zu haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie ihr Serbien erreichen könnt, dann es gibt billige Flüge nach Belgrad, dann 1 Stunde Fahrt vom Belgrader Flughafen nach Novi Sad. Oder wenn ihr andere Fragen habt, wo man unterkommen kann, wie ihr eine Konferenz organisiert, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren per E-Mail. Wir wollen euch nächstes Jahr in Serbien, in Novi Sad, wiedersehen. Danke. Thank you. Next up is so, als Capricorn. Nächstes kommt Capricorn. Ah. Hi. Hallo. Zeitiger in diesem Jahr gab es so Erpressungssoftware, die es über den ganzen Welt halt gegeben hat, wenn man die Nachrichten geguckt hat. Ich war zum Glück nicht infiziert, aber ich habe ein Programm gemacht, das versucht herauszufinden, was für Änderungen in deinem Dateisystem gemacht wurden. Ich erzähle euch heute was darüber und ende sozusagen mit einem Aufruf, aktiv zu werden. Also, ganz kurz. Was ich präsentieren werde, erst ein bisschen was über mich, wer ich bin, dann was ist Capricorn, was tut es und wie kann man mitmachen. Ja, das ist eigentlich das Ziel meiner Präsentation. Also, mein Name ist Max Kersten, ich bin, mein Nickname ist Libra und ich bin
in meinem dritten Jahr in meinem Bachelorstudium IT und Security in den Niederlanden. Mich interessiert Reverse Engineering und Malware zu analysieren. Und ich möchte meine Abschlussarbeit dann über normale Desktop-Computer-Malware schreiben und hier also zu meinem Programm, Crappycron. Es ist eine Anti-Erpress-Software, Anwendung, die auf der Kommandozeile läuft. Ich habe noch kein GUI gebaut dafür. Man kann das natürlich tun. Es ist modular aufgebaut. Man kann es also weiter erweitern, ziemlich leicht. Es ist natürlich Open Source. Und den Link zeige ich am Schluss der Präsentation. Es ist in Java geschrieben, läuft damit auf Linux und auf Microsoft Windows. Es benutzt lokale Honeypots und eine weitere Regel, die ich dort eingebaut habe, ist, dass keine administrativen Privilegien dafür gebraucht werden. Wie funktioniert das Ganze? Ich lege Honeypot-Ordner an mit Dateien drin im System, an verschiedenen Ecken, zum Beispiel in dem Heimverzeichnis des Nutzers, also der Desktop-Ordner, Dokumente, Videos, irgendeiner von denen, und in der Wurzel deines Dateisystems. Wenn man also Windows nimmt, dann zum Beispiel einfach C, oder wenn es Linux ist, dann einfach Slash. Ja, also dann fülle ich diese Honeypot-Ordner mit zufälligen Dateien, mit einem zufälligen mit verschiedenen Erweiterungen. Ich habe das aus meiner eigenen Festplatte sozusagen rausgenommen. Okay, es gibt 700 Dateinamenserweiterungen, die ich benutze. Und ich fülle dann diese Dateien mit zufälligen Worten aus der englischen Sprache. Und ich habe geschaut, was sind die offensichtlichen Worte in der englischen Sprache, die vermeide ich, damit man halt damit man das nicht herausfinden kann, dass das halt generierte Dateien sind, wo drin steht, das ist eine Testdatei. Die Erpressungssoftware prüft das möglicherweise und verschlüsselt die dann nicht. Ich will aber, dass sie verschlüsselt, als erstes verschlüsselt werden. Und so, das ist mein Ziel, ist, dass sie zuerst verschlüsselt werden. Wenn es eine Veränderung in diesen Dateien gibt, dann wird der Rechner einfach runtergefahren. Die Erpressungssoftware hat normalerweise keinen Persistenzmechanismus, denn die Dateien sind ja verschlüsselt, man will, dass bezahlt wird. Und Erpressungssoftware sieht im Moment so aus. Also sie wird ausgeführt, sie scannt das Dateisystem, sucht sich dann eine Menge von bestimmten Dateinamenserweitern aus, .docx, PDF, was immer sie wollen. Und dann verschlüsselt es diese Dateien von einer bestimmten Startort aus, das zu verschlüsseln. Und schließlich hat man dann diese Nachricht, bitte bezahlen oder du siehst deine Dateien nie wieder. Nun, ja, bis jetzt funktioniert das für diese Verbrecher leider. Aber das wird sozusagen von meinem Programm verhindern. Ich habe es mit ein paar Versionen getestet und natürlich auch mit dem weltberühmten WannaCry. Das wäre auch gestoppt worden, zumindest auf meinen Testmaschinen, die ich dafür benutzt habe. Was ich an Änderungen sehen würde, ist, dass die wahrscheinlich in den Header der Datei dann reingucken werden. Deswegen habe ich versucht, daran zu arbeiten, wirklich korrekte Headers für die Dateinamenserweiterung zu haben. Sonst könnte halt dieser reine ASCII-Text, der bis jetzt in der Datei drin ist, als Honeypot erkannt werden und dann einfach übersprungen werden. Und wenn die alle übersprungen werden, dann wäre das natürlich schlecht, weil das Programm dann nicht mehr funktioniert. Okay, meine letzte Folie. Wie kann man daran mitmachen? Nachdem das vorbei ist, ihr könnt mich dort ansprechen oder könnt mir eine E-Mail schreiben oder auf GitHub. Dankeschön. Okay, then let's continue with the next talk. Also, lass uns weitermachen mit dem nächsten Talk. Das ist der letzte Talk vor der Pause. Riot. The friendly operating system for the friendly OS for the IoT. Hello, my name is Martin Lenders. Hello,
Hallo, mein Name ist Martine Lenders. Ich bin eine Forscherin an der Freien Universität Berlin. Und ich bin auch ein Hauptcontributor zum Riot-Betriebssystem. Die meisten von euch werden wissen sollen, warum brauchen wir ein Betriebssystem fürs Internet of Things und warum Riot? Also, wenn ihr euch das Internet of Things anguckt, dann seht ihr, dass die meisten Hersteller ihre eigenen Lösungen nutzen, größtenteils proprietär, manchmal standardisiert, aber fast immer über irgendeine zentrale Cloud-Architektur. Grundsätzlich mit proprietärer Software und niemand weiß, was sie genau tun. Unsere Vision ist, dass alles in freier Software gebaut ist und in gut standardisierten Protokollen. Ich habe ein paar Riot-Logos jetzt hier eingefügt, aber ihr könnt natürlich auch andere Open-Source-Betriebssysteme verwenden. Wenn wir unsere Heizung also mit dem Lichtschalter verbinden wollen, aber warum brauchen wir ein dediziertes IoT-OS? Warum nicht einfach Linux? Naja, wenn man sich die Geräte anguckt, die von Linux unterstützt werden, dann sieht man, dass es einen großen Unterschied zwischen diesen und den Riot-Geräten ist. Und unser Motto ist, wenn auf dem Gerät kein Linux laufen kann, dann nehmt doch Riot. Aber was bringt mir Riot? Erstmal sind wir LGPL-Software, also freie Software. Wir unterstützen auch mehrere gut bekannte und ordentlich durchgetestete Tools für den Entwicklungsprozess. Also müsst ihr nicht irgendwelche Eclipse-Umgebungen oder irgendwelche selbst zusammengehackten IDEs zu nutzen, um für Riot zu schreiben. Und wir unterstützen auch sehr viele Plattformen wie Arduino, ST-Nucleo oder Adafruit Feather, aber auch Plattformen aus dem Bildungsbereich wie den Calliope Mini oder den BBC Microbit. Und ihr habt es vielleicht auch auf Hackaday gesehen, dass einer unserer Contributors eine IKEA-Glühbirne für Riot gehackt hat, dass auf dieser Glühbirne Riot laufen kann. Hier für die technisch Interessierten ein paar Features. Riot hat eine echtzeitfähige Kernel-Architektur, ein hochkonfigurierbares modulares Design, eine teilweise POSIX-compliant API, einen kompletten IPv6-Network-Stack, es unterstützt JavaScript über den JavaScript-Interpreter und Support für Third-Party-Software über BSD-Ports wie Package Management. Also, wenn ich euer Interesse so ein bisschen erregen konnte, dann guckt euch doch unsere Website an, riotos.org. Guckt euch die API-Dokumentation unter api.riotos.org an oder guckt euch unser GitHub-Tutorials an, wenn ihr euch selbst mal testen wollt im Riot-Environment. Wir haben auch mehrere Mailinglists. Die aktivste ist devil@riotos.org, auf der wir die meisten Sachen diskutieren. Aber wir beantworten in der users@riotos.org auch Fragen. Und wenn ihr Vulnerabilities findet, dann könnt ihr uns unter security@riotos.org kontaktieren. Thank you. Danke. Thank you. So, damit ist der erste Teil der Lightning Talks vom dritten Tag vorbei. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Florian und Duckman. Bitte wende dich mit Kritik an @c3lingo oder #c3t auf Twitter. Hallo Leute, ihr hört wieder die Lightning Talks nach der Pause auf dem 34. Chaos Communication Congress. In der Übersetzung sind für euch Scriptkitty und Sloth of Anarchy. Viel Spaß. Okay. Herzlich willkommen. Und ich bin Lukas Hagmann und das ist eine schnelle Einführung in mein Open-Source-Laptop. Warum?
Also, weil ein Computer ein einfaches Gerät sein sollte und der Nutzer sollte alle Rechte dazu haben. Und man sollte es natürlich komplett reparieren können. Und keine Firma und keine Regierung soll darauf Zugriff haben. Es gibt ähnliche Projekte, wie das Novena, das Pyra, und das ist mein Teil zu der Open-Source-Hardware-Bewegung. Der Zustand ist gerade, es gibt zwei Prototypen. Prototyp 1, das ist ein Entwicklerboard, das ist relativ fett, es funktioniert. Und es gibt einen zweiten Prototyp, ich habe es hier im Koffer dabei, kann ich euch nachher zeigen. Es ist auf einem eigenen Board und es ist viel kleiner. Hier sind die ersten paar Zeichnungen. Wir haben über das Design ein paar Mal iteriert und uns überlegt, wie es aussehen könnte. Und für die erste Version haben wir uns auf ein sehr einfaches erstes Blockdesign geeinigt. Das ist die erste Version, die mit Lasercutter ausgeschnitten wurde damit man so ein Gefühl bekommt, wie es aussieht. Und dann haben wir angefangen, unsere Tasten selber 3D zu drucken. Und das ist, wie die neu aus dem Ofen heraus aussehen. Das ist das Innere vom ersten Prototypen. Und hier sieht man, wie ich das erste Mal dem Linux drauf benutze. Und es kann natürlich sein eigenes Bild anzeigen. Hier sind noch ein paar mehr Bilder, wie es noch aussehen könnte. Die generellen Spezifikationen, es basiert auf dem IMX und hat einen ARM-Prozessor und 4 GB DDR3-RAM, was ein bisschen ungewöhnlich ist für ein ARM-System. Es hat eine Viante-GPU und eine Lithium-Ionen-Batterie und ist komplett offen. Es gibt keine Binär-Blobs. Alles ist Open Source, die Treiber auch, und es basiert auf dem TinyRex SOM, aber wir stellen gerade auf den OpenRex SOM um. Hier, welche Ports das Ganze hat, also es hat USB, PCI, SATA, Gigabit, einen SGT-L5000 Soundchip und natürlich GPIOs und SPIs und einen I2C, um selber damit rumspielen zu können. Alle Sachen sind offen. Also man kann es selber drucken und selber zusammenbauen. Das Ganze wurde von mir designt, von KiCad, und die Eingabemechanismen wie das Tastatur und die Maus sind einfach nur USB-Geräte. Das ist, wie das erste Board aussah. Und hier ist das Ganze gerendert und hier sieht es dann, wenn es fertig ist. Ich hatte ich habe es geschafft, mit vielen Patches Board zum Laufen zu bringen. Hier sieht man das Ganze am Laufen. Und ich konnte viel drauf testen in den letzten Wochen. Also zum Beispiel Debian funktioniert, also mit dem Mainline-Kernel. Firefox funktioniert, Blender, Emacs, IOQuick 3 und MPlayer und LibreOffice funktionieren auch. I'm now working on woran ich jetzt gerade arbeite, ist an der Revision 2, was viele Probleme behebt, natürlich auch noch an der zweiten Version vom Gehäuse, und wir nehmen demnächst Bestellungen an für die ersten Demo-Geräte. Vielen Dank, ihr könnt mich hier unter den Daten erreichen oder kommt einfach jetzt vorbei und quatscht mit mir. Ich habe alle Teile dabei. Vielen Dank. Next up is Shit Might Hit the Fan Driven Code. Als nächstes Scheiße könnte in Ventilator fliegen. Good morning, everyone. Guten Morgen. Ich möchte über den Scheiße trifft den Ventilator Code reden.
shit is very close to the fan. Or as another talk here framed it very, very nicely. Ein anderer Talk, das schon nett gesagt hat. Wir gehen wahrscheinlich nicht die direkte Route zu Utopia und meistens ist es ein kleiner Umweg. Und dann ich schreibe oft Code, meistens Android. Because main thing is I don't trust the elected leaders we have currently. Der Hauptgrund ist, dass ich den gewählten Repräsentativen nicht traue. Wenn wir da die Pyramide der benötigten Sachen hochgehen, dann ist nicht nur Essen und Wohnung, sondern auch how to make fire and stuff. And there are some apps already. So, ich habe auch geschaut, wie man Feuer machen kann und was da für Apps gibt, was da für Erklärungen gibt. And I didn't like all these apps, so I was ich war auch auf F-Droid, und, aber die meisten Apps haben mir nicht gefallen, deswegen habe ich auch eine geschrieben. Das basiert auf dem US-amerikanischen Armee-Handbuch. Das hier ist basiert auf einem Wiki und der Inhalt kann ich anschauen. Da habe ich ein paar Sachen hinzugefügt, zum Beispiel zum Strom, weil viele Leute fragen, was ist denn los, wenn es keinen Strom mehr gibt? Was sollen wir dann machen? Und in dem Abschnitt könnt ihr da schauen, wie man seinen Strom selber herstellen kann. Das ist auch einer der Gründe. Bitte fügt euren eigenen Inhalt hinzu. Das ist ein Wiki. Ihr könnt alle daran teilhaben. Und es ist nicht ohne Grund Offline Survival Manual genannt. Sorry, es funktioniert offline, aber es ist natürlich ein Online-Wiki, in dem jeder dazu beitragen kann. Das nächste, über das ich reden möchte, ist IPFS-Droid. Jetzt sind wir schon ein bisschen höher in der Pyramide, jetzt haben wir schon unsere Wohnung und alles. And one really nice way to get digital content. Und jetzt möchten wir aber digitalen Inhalte wieder haben. Und das Schöne daran ist, dass wir das über IP machen können und mit der Android-App IPFS können wir das mit der Go-Implementierung verwenden. Also guckt euch bitte das IPFS an. Eine andere Option wäre natürlich Swarm. Das nächste, über das ich reden möchte, ist Wolof. Das hat was mit Kryptowährungen zu tun, aber es geht nicht alles um Geld, sondern auch es geht auch darum, dass man auch später noch Sachen tauschen möchte. Also none of the apps for Ethereum. Und die meisten Apps, die es dafür bisher gibt, haben mir nicht gefallen. Deswegen habe ich mein eigenes Projekt gestartet. Wolof ist diese Organisation, da ist auch andere Code in Kotlin geschrieben. In the Ethereum and IPFS space often is JavaScript. Und Ethereum IPFS ist JavaScript. In Kotlin. So now we are at the top of the pyramid, basically. Also jetzt sind wir eigentlich schon ganz oben in der Pyramide. Die meisten Probleme sind gelöst. Und ein Spiel, was man da schön spielen kann, wäre Go. AlphaGo now with the AlphaGo. Sagt euch bestimmt was. Ihr könnt auch in der Hive schauen, wo das AlphaGo gespielt wird. All the apps, you find them. Und die ganzen Apps könnt ihr auf Google Play finden. Aber ich habe sie aber auch. Ihr könnt es auch selber kompilieren oder eben auf F-Droid runterladen, wie ihr möchtet. Das nächste, über das ich reden möchte, es geht nicht über Android-Apps, sondern ich habe gesehen, dass die Canary Watch aufgehört hat, daran zu arbeiten, weil es zu viel Arbeit war. Und man könnte das doch als Smart Contract realisieren. Guckt euch doch bitte should solve all these problems in this blog post. So follow up, you find all that stuff on my contact. Also wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, schaut doch bitte auf ligi.de oder trefft mich einfach hier auf der Konferenz. Have a nice day and a great conference. Thanks for. Habt einen schönen Tag und noch eine schöne Konferenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you. Five lightning talks in one. Very nice. So let's continue with Technological Sovereignty, Volume 2. Weiter geht's mit Technologischer Unabhängigkeit, V2.
So, I am Maxigas and ich bin Maxigas. Ich werde über ein Buch reden, nicht über Software. Es hat natürlich eine Digitalversion, aber wir haben einen Haufen natürlich gedruckt. Und das Ganze gibt es in der Anarchie-Assembly. Well, also, das ist ein Buch geschrieben von, also was ich euch eigentlich zeigen sollte, ist, das ist von Leuten, die in der postkapitalistischen Kolonie in Katalonien leben. Es ist ein Kooperativ, was zusammenarbeitet und technological sovereignty und die technologische Unabhängigkeit startet von Margarita Padilla mit der Grundlage, dass das Ganze funktioniert ja auch schon mit Bauern, die unabhängig sind. Und warum sollten wir das natürlich auch nicht mit Technik machen? Und, wir haben eine Bewegung gegründet, die aus Bürgern besteht. Und wir haben uns dazu ja, tut mir leid, den Teil kann ich nicht übersetzen. Also Unabhängigkeit ist das Recht der Leute, so wie sich Essen heranzuzüchten und können dadurch ihre eigenen Ökosysteme schaffen. Es schafft auch es bringt die Möglichkeiten, Essen zu produzieren, zu vertreiben und zu konsumieren in das Herz des Essenssystems und die Limitations of Free Software. Tut mir leid, das ist mir gerade zu politisch. Schon in den 90ern war das so und mittlerweile so we were looking for alles a more Kapitalismus approach to alternative technological trajectory. Das ist ein Ansatz für alternative Technologie. Schon vor 3 Jahren haben wir das erste Volume übersetzt, veröffentlicht. Es wurde durch die Ritimo-Gründung in Frankreich übersetzt und auch vom HackLab in Bologna. Es gibt auch andere Gruppen, die uns da unterstützt haben, zum Beispiel Coati in Europa. So, the first volume 3 years ago. Das erste Volume, was vor 3 Jahren veröffentlicht wurde, das haben wir in Spanisch, Französisch, Katalanisch und jetzt ganz neu auch in Italienisch. Das zweite Buch, das wir jetzt gerade veröffentlicht haben, ist schon auf Englisch und Spanisch veröffentlicht. Im Village könnt ihr das kaufen. Und es gibt aber auch eine Version in Französisch, Katalanisch und Italienisch, die werden noch kommen. Also wir sind nicht nur hier gekommen, um das Buch zu verteilen, sondern wollen auch Leute fragen, ob sie helfen, das auf Deutsch zu übersetzen oder in irgendeine andere Sprache, die ihr vielleicht könnt. Es gibt auch eine originale Version, die wir veröffentlicht haben. Also ihr könnt es auch digital runterladen. Also wir haben jetzt 6 verschiedene Formate. Print, HTML, PDF, Markdown, Emobi und EPUB gibt es auch noch. Also gibt es insgesamt 6x6 Versionen vom gleichen Inhalt. Es gibt auch ein Git Repository, wo ihr das finden könnt. Ich zeige euch das mal. Also die Toolchain bei uns ist basiert auf der Git Book Library, was es viel einfacher macht, das zu übersetzen und daran teilzuhaben. Nur um euch kurz vorzustellen, was so in dem Buch vorkommt. Das erste Volume sieht so aus. And how is it? Yeah. Ja. Sorry. So, okay, in the second book you find. Im zweiten Buch könnt ihr finden. Könnt ihr verschiedene Themen von Leaky Platforms finden. Vielen Dank.
Alright, next up is formal verification for the win. Als nächstes kommt formale Verifikation zum Ziel. Hello, I'm Wildhex and my talk is. Hallo, ich bin Wildhex. Mein Vortrag wird jetzt zu formeller Verifikation zum Ziel. Also, wir haben eine Relation zwischen Bugs und Zeilen von Code geschrieben. Und jedes Jahr werden 10 Billionen, Milliarden Geräte produziert und sie sind überall in den Handys, in unserem Auto, überall. Und selbst in 2004 hatten Autos schon 70 Computer in sich eingebaut, in unterschiedlichen Netzwerken. Und heutzutage kann man sich sicher sein, dass man kein Auto fährt, was mechanisch funktioniert. Also wenn man das Gaspedal drückt, dann steuert ein Computer den Motor und das Ganze nicht mechanisch. Und mit den Sachen, also von ganz einfachen Sachen, die oben stehen, bis zum Internet backbauen. Und das hier ist eine Messeinheit, wie oft ein Bug auftreten dürfte. Und es ist wirklich schwer zu testen, dass ein Fehler nur alle 12.000 Jahre auftritt. Also wenn man normalerweise das rausbringt, dann finden die Leute Fehler. Also man testet für bekannte Probleme, aber für unbekannte ist es halt ein bisschen schwierig. Zum Beispiel für Toyota wo das Auto nicht angehalten hat, wenn man auf die Bremse gedrückt hat. Es sind fast 100 daran gestorben. Und Toyota hat versucht, es aus dem Gericht auszuhalten. Deswegen haben sie sehr viele außergerichtliche Einigungen getroffen. Und die beiden haben den Code sich angeguckt. Ein wunderbares Beispiel ist der Terek 25. Das ist ein Röntgengerät. Manchmal hat es aus Versehen in den Radiationsmodus geschaltet, obwohl es eigentlich nur Bilder machen sollte. Und es gibt natürlich noch so Beispiele wie irgendwelche Flugzeuge, die aufhören zu funktionieren, weil es irgendwelche Limitationsprobleme gibt. Also, weil es halt Implementationsprobleme waren. Also, und da musste man die Firewall ab und zu neu starten. Also, CAN-Bus, which is not by default. Genau, und sie haben den CAN-Bus dazu benutzt. Also formale Verifikation hat diese Beziehung und es ist empfohlen zu benutzen. Also es gibt zwei Systeme, die man benutzt. Also es gibt Systemverifikation, also die Architektur und das Protokoll. Und dann gibt es noch die Implementation-Verifikation. Und dann gibt es verschiedene Beispiele, zum Beispiel mit Typen. Ich werde das jetzt überspringen. Das Konzept in so Sachen wie Raketen merkt man dann, dass dann auch so Sachen wie das Hardware-Compiler Fehler einbauen. Aber ich werde nicht darüber reden. Also formale Verifikation hat bei sehr vielen hat sehr viele Fehler gefunden, die sonst nicht aufgetreten werden. Amazon hat es zum Beispiel für AWS benutzt. Und zum Beispiel die statische Analyse wird auch in Flugzeugen benutzt, auch in der Space Station, inzwischen fast jedes Handy und natürlich auch in CPU-Caches und natürlich noch ein paar Sachen vom Militär wird es auch benutzt. Und die Sachen werden aber schwerer.
Und wenn man nicht will, dass Leute sterben, dann muss man, braucht man wirklich gute Prozesse, um das Ganze umzusetzen. Zum Beispiel SpaceX braucht Ingenieure, SpaceX stellt gerade Ingenieure genau für formale Verifikation ein. Guckt euch die Infos an, vielen Dank. Next up is small modifications. Als nächstes kommen kleine Veränderungen. I would like to share with you some things that I ich möchte ein paar Dinge mit euch teilen, die ich gefunden habe. Meistens, während ich in Städten rumgelaufen bin, also in der Nähe des Pazifischen Ozeans. I'm kind of curious how you might relate to these. Mich interessiert, wie das auf euch wirkt und wie ihr euch damit identifizieren könnt. Das hier ist der Eingang von einer Einfahrt in Seoul in Korea. And so it looks like someone had cut up tires. Und es sieht so aus, als hätte da jemand einen Reifen aufgeschnitten und hätte das mit Schrauben in seinen Boden geschraubt, damit er da nicht ausrutscht. Und etwa vor 50 Jahren hat jemand namens Bernard Rudofsky gesagt, was wir jetzt brauchen, sind keine neuen Technologien, sondern neue Arten zu leben. Und ich frage mich oft, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich mir sowas anschaue, was nicht von Spezialisten erstellt wurde, sondern von normalen Leuten aus relativ primitiven Materialien, wenn sie irgendwas machen und verändern in unserem Erlebnis. Hier seht ihr ein Foto von meinem Freund Chris Befesson, während er in Tokio gelebt hat, in Japan. Und da hat jemand diesen Reifen in den Eingang von seiner Einfahrt montiert. Das macht einen Unterschied. Ich werde nochmal ein Zitat vorlesen von einem Kerl namens George Cao Gunhan. Er hat gesagt, Leben ist Improvisieren. Das bedeutet, an der einen Stelle langt ein Stück Stein, um eine Operation zu durchzuführen, aber Stainless Steel Stahl langt dafür noch nicht. Wir leben wie Könige in Schlössern. Wir sehen hier Bilder in Mexico City links und rechts ist es wieder in Korea. Leute, die mit Autos arbeiten, modifizieren ihre Umwelt, um Schutz zu erhalten für zum Beispiel Autos. Das hier ist in der Nähe von demselben Parkplatz, wo ein neuer Lagerplatz erlaubt wurde. Und ich glaube, dieses Kümmern könnte man auch auf andere Kreaturen ummünzen. Also das ist ein Vogelbart. Und oft, wenn wir über Grenzen nachdenken, wie Zäune und Grenzen, also es könnte ein Zeichen der Separierung sein, aber auch ein Zeichen des Austausches, wo man seinen Nachbarn etwas anbietet. Hier seht ihr ein Fußballfeld in Phnom Penh, Cambodia. In Phnom Penh in Kambodscha. Und die hier seht ihr diesen gleichen gekachelten Boden, der benutzt wurde, um dieses Zelt festzumachen. Und das ist was ich mit meinen Freunden gemacht habe in Neuseeland, bevor ich letztes Jahr nach Hamburg gezogen bin, wo
wo wir existierende Möbel mitten in der Stadt modifiziert haben, sodass es ein offeneres Zuhause wird, wo sich Fremde treffen können. Hier haben wir Früchte entdeckt, am Rand eines Parkplatzes. Ich werde nochmal ein Zitat vorlesen von einem Anthropologen. He said, to craft not beautiful and convincing artifacts, but evocative and open-ended materials for further experimentation. Creatively set the scene for kreativ and now. Das jetzt und hier zu verzerren. Und wenn ihr irgendeine Idee habt, wie sowas aussehen könnte, könnt ihr mich im Teehaus treffen. Thank you. Now a party for quality of life is needed. Okay. So, welcome for. Also, hallo, willkommen zu meinem Vortrag. Ihr habt gedacht, weil hier Party in dem Titel steht, könnte es sowas wie eine Krypto-Party werden oder sowas. Aber ich muss euch leider enttäuschen, es geht um eine politische Partei. Aber ich habe versucht, es ein bisschen interessanter zu machen. Ich möchte meinen Punkt erklären, indem ich das halt zu sehen beziehe. Also wer von euch kennt Game of Thrones? Also, okay. Ich kann zumindest mal die Handlung kurz halten. Es ist eine Mixtur aus einer Seifenoper und einer Diskussion. Und natürlich gibt es den Eisernen Thron und was das Symbol für Macht auf dem ganzen Kontinent ist. Und dann es gibt dieses Spiel, wer auf dem Thron sitzt. Und das geht über Diskussionen und natürlich auch über Diskussionen mit Schwertern und Rittern mit Schwertern und natürlich auch feuerspeiende Drachen. Aus meiner Sicht, das Wichtige der Serie ist, dass das ganze Spiel, wer später auf dem Thron sitzen wird, es ist ziemlich uninteressant, weil im Norden gibt es den furchtbaren Nachtkönig und er hat eine Armee von Hunderttausenden von Zombie-Kriegern, die versuchen, alle Menschen umzubringen und alles Leben auszulöschen. Die ganze Serie geht darum, die falschen Prioritäten zu setzen. Und es geht um eine Beziehung zur Realität, wie die Ausrichtung der aktuellen Politik falsch ist, wie zum Beispiel Wachstum, Arbeitsplätze und nationale Identität. Die wirklich wichtigen Sachen sind aber so Sachen wie das globale Ökosystem, was total am Rand einer Katastrophe steht. Und natürlich auch wie wir kurz vor dem Abgrund mit unserer Demokratie stehen. Ich möchte euch hier noch ein paar Wörter reinschmeißen. Einfach Klimawandel, Demokratie und Diktatur und natürlich auch der Widerstand, der gegen autokratische Systeme entsteht, der sinkt. Einen Vorschlag, den ich machen würde, um das Ganze zu ändern, wäre, ist das Optimationsziel zu ändern. Da gibt es aber das Problem, dass die Aufmerksamkeitsspanne für unangenehme Wahrheiten nahe Null ist. Und wir haben Infrastrukturen, die andere Sachen fördern stattdessen. Also das Optimationskriterium zu ändern ist nicht einfach, aber unsere Idee ist, dass
Webseite plq.de. Vielen Dank. Next up is Borg Backup. I will quickly. Als nächstes kommt Borg Backup. Das werden wir jetzt im Browser uns anschauen. Everybody sees my bookmarks. So, now. Let's go. It should work with the clicker. I tried it. Ah ja, okay. 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 Welcome. Herzlich willkommen. Some words about Borg Backup. Ich möchte ein paar Worte über Borg Backup verlieren. We made a fork of the wurde erstellt, weil wir die Attic Backup Software geforkt haben. Und damals war Attic well known, but some ziemlich unbekannt. Discovered it and aber ein paar Leute haben es schon entdeckt und wir waren ziemlich zufrieden damit. Da kommt auch das Zitat, da hat ein Grieche gesagt, ich habe den heiligen Gral der Backups entdeckt. Also es sieht so aus, als wäre er ziemlich glücklich damit gewesen. Also wie Borg entstanden ist, und zwar war Attic ein fünf Jahre altes Projekt und was ein gutes Design hatte, einen schönen Code hatte. Aber das Problem war, dass die Entwicklung ziemlich langsam voranschritt und es gab noch ein paar Bugs drin. Und man konnte zwar viele Pull-Requests erstellen, aber die wurden einfach nicht reviewed und nicht akzeptiert. Also es hat eigentlich angehalten, die Entwicklung. Und nach ein paar Monaten des Wartens haben wir es dann geforkt. That was 2.5 years ago. Das war vor 2.5 Jahren. Und es ging dann auch ziemlich schnell. Und ist jetzt mehr oder weniger ein Community-Projekt. Und es ist auch ziemlich viel Aktivität da drin. Die Funktion, es ist schnell und gut zu benutzen. Ein Kommandozeilen-Tool. Es kann Chunking. Das sage ich später nochmal mehr. Es kann Deduplikation. Und zwar nicht nur basierend auf ganzen Dateien, sondern auch auf Teilen von Dateien. Es kann Kompression. In der nächsten Version wird es eben sogar einen Z-Standard enthalten. Es kann Encryption, also Verschlüsselung. Es hat ein einfaches Backend mit einem Schlüsselwert Speicher. Ist gut, hat eine BSD-Lizenz, ist gut dokumentiert, hat verschiedene Plattformen, die es unterstützt. Und man kann es sogar in Cygwin benutzen, weil es in Python geschrieben ist und auch ein bisschen in C, um die wichtigen Teile zu beschleunigen. Wir haben fortlaufende Integration, eine gute Testabdeckung. Man kann das Backup-Verzeichnis auch mounten und kann sich da einfach das anschauen und Dateien rumkopieren, wie man möchte. Also rauskopieren. Ein paar Worte zur Deduplikation. Die Deduplikation ist interessant, weil es diese blockbasierte Deduplikation macht. Also wenn man zum Beispiel eine virtuelle Maschine hat, also das Image davon, und man würde es nur aussinken mit dem Trick der Deduplication und würde das komplette kopieren, weil das Teil, die Datei sich ein bisschen verändert hatten. Aber weil wir die Chunks deduplizieren, werden wir bemerken, dass die meisten Blöcke sich gar nicht verändert haben und die würden wir gar nicht erneut kopieren. Ihr könnt auch auf logischen Platten arbeiten. Ihr könnt auch einen Ordner deduplizieren, obwohl er umbenannt wurde, weil es sich nur um den Inhalt kümmert und nicht um den Namen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie duplizierte Dateien in eurem Dateisystem, die werden auch dedupliziert. Und das ist wichtig, weil die meisten Backups gleich sein werden wie oder größtenteils gleich wie das Backup am Tag davor. Es gibt auch Deduplizierung zwischen verschiedenen Rechnern, wenn die das gleiche Betriebssystem benutzen oder wenn ihr die gleichen Daten darauf habt.
Wie wird es gemacht? Es liest die Datei und benutzt einen laufenden Hash-Algorithmus über einen kleinen Algorithmus. So wird es die Datei in kleine Schnitte oder Teile geschnitten und das immer an fixierten Positionen. Und da wird eben der Inhalt angeschaut. Und wenn der Inhalt sich bewegt, dann ist auch der Cutting, also der Schneide, Unterteilungsposition bewegt. Im Moment haben wir den 1.0 Version, also das ist die alte. 1.2 sind ein paar Kryptographie- und Parallelisierungserweiterungen. Das ist die Webseite, ihr könnt mich auch hier auf dem Kongress treffen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, next up is unstillbares Verlangen. Als nächstes kommt unstillbares Verlangen. Es ist ein englischer Vortrag, aber nur mit einem deutschen Titel. Hi. I'm here to talk about. Hallo, ich werde heute über unstillbares Verlangen reden. Es ist kein technischer Talk. Es gibt hier keine dreckigen Bilder. Das ist das Schmutzigste, was ich euch bringen kann. Viele von euch fühlen sich ja sehr wahrscheinlich unangenehm, wenn man über Verlangen redet. Also, was ich heute reden möchte, ist über die Zukunft reden und wie wir dorthin kommen. Also, wenn wir uns selbst anschauen, haben wir diesen Sprecher, den wir vorne im Kopf haben, der mit sehr vernünftigen Erklärungen für unsere Entscheidungen liefert. Aber unsere Entscheidungen sind auch getrieben von unserem Verlangen. Also nicht nur Sexuelles, sondern auch von Geld, Essen, Hunger. Und das Ganze hat Implikationen für unsere Gesellschaft. Also ein großer Teil unserer Gesellschaft ist darauf aufgebaut, dass man unsere Verlangen stillt. Und Technologie hilft dem Ganzen noch. Und man könnte heute noch so sagen, das hört sich ziemlich gut an, was könnte denn schief gehen? Also zum Beispiel, wenn irgendeine Aussage nimmt, man braucht Essen zum Leben und man nimmt es und man treibt es zum Extrem, dann wird es wahnsinnig. Warum sagt man nicht, wieso essen wir uns nicht zu Tode? Weil, also wir arbeiten dran, aber ja. Also, oder ein anderes Beispiel, nehmen wir Drogen. Also, seitdem es die Legalisierung von Cannabis gibt, hat die Industrie übernommen und es gab eine Explosion, wie potent diese Produkte sind. Aber wir wissen nicht, was es mit unserem Gehirn anstellt. Also zum Beispiel, man kann es natürlich immer auf den Konsum schieben, aber was ist, wenn wir das falsch verstanden haben? Wenn das die Symptome unseres Verlangens sind? Und die machen eigentlich nur das, was wir haben wollen, weil wir so gebaut sind. Also die Implikationen, wenn irgendwas nimmt und treibt es in den Extrem, wird es schwachsinnig, wahnsinnig, dann enden wir immer in einem Problem, zum Beispiel Klimawandel. Also wenn sich die Zukunft anguckt, dann redet man immer von die Zukunft wird kostenlos sein oder wir versuchen Götter zu werden oder die Maschinen werden übernehmen und uns alle umbringen. Aber ich fühle mich so, als würden wir hier was vermissen. Also unser Verlangen wird eine große Rolle spielen, wie wir unsere Zukunft ausrichten. Und es gibt da so drei Möglichkeiten, in die wir Richtung kommen werden. Wir können so weitermachen, wie es läuft. Also es wird Spaß für uns sein, aber nicht für unsere Kinder. Oder wir finden einen Weg, um unser Verlangen zu verändern oder zu begrenzen. Was könnte gut sein, aber auch zu begrenzen. Oder dass wir eine technische Möglichkeit finden, unsere Verlangen zu stillen, zum Beispiel, dass wir eine virtuelle Welt bilden, die all unsere Bedürfnisse und unsere Verlangen erfüllen kann. Also ich weiß nicht, ob das gute Lösungen sind,
Ich denke, da gibt es wahrscheinlich bessere Ideen. Was ich euch frage, also wenn ihr nächster über was Technisches redet, denkt darüber nach, von welchen Verlangen das getrieben ist. Vielen Dank. Next up is DHCP Anonymity. Als nächstes kommen DHCP Anonymitätsprofile und Implementierungen. Are you there? Bist du da? Does anyone want to give this talk? Möchte jemand diesen Talk halten? We've got the slides. Wir haben die Folien. He's apparently talking about DHCP servers and lots of. Also es redet wohl über DHCP Server und viele Rechner, die verbunden sind. Do want to give the talk. Den wollt ihr doch wirklich halten, oder? Windows, ich weiß nicht. Yeah, I'm sorry it didn't work out. Ja, sorry, dass es nicht funktioniert hat. Ich habe leider keine E-Mail dazu bekommen. Also du bist einfach nicht aufgetaucht. Yeah. I think that's it. So das war's. The usual suspects, Android, iOS. Die üblichen halt hier, Android, iOS. Yeah, well, so that's a tragic end to our session, I would say. Please give a big hand for all the talkers who showed up.